Willkommen zu Medizintechnik 2. Ich darf euch heute unter etwas außergewöhnlichen Umständen begrüßen. Wie ihr sehen könnt, ist das hier kein Vorlesungssaal, sondern wir sind hier zu Hause bei mir im Arbeitszimmer. Und wir alle haben ja unter den Einschränkungen etwas zu leiden, die zurzeit die aktuelle Corona-Krise mit sich führt. Und wir wollen aber trotzdem weiter guten Unterricht machen und haben deswegen uns kurzfristig jetzt dazu entschlossen, die ganze Vorlesung aufzuzeichnen. Und zwar bei mir zu Hause im Arbeitszimmer, so dass wir trotzdem jede Woche rechtzeitig die entsprechenden Informationen euch zur Verfügung kommen lassen können, so dass wir hoffentlich einen einigermaßen normalen Semesterbetrieb durchführen können. Ich habe hier auch ein bisschen mit Software mich neu ausgestattet. Ich kann hier jetzt auch wechseln unter den verschiedenen Ansichten. Das hier ist also quasi der normale Folienbetrieb, wie ihr ihn sonst in der Vorlesung auch sehen würdet. Wie gesagt, Medizintechnik 2. Und heute wollen wir uns ein bisschen die Motivation anschauen. Und insbesondere möchte ich erstmal kurz vorstellen, wer wir denn überhaupt alles sind. Also ich selber leite den Lehrstuhl für Mustererkennung. Unsere Webseite seht ihr hier. Wir befinden uns, wenn ihr irgendwann wieder an den Campus kommen könnt, wir befinden uns im 9. Stock im blauen Informatik-Hochhaus. Mein Name ist Andreas Meyer und die Übungsorganisation und Projektorganisation wird von Stefan Seitz geleitet. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, wir haben einen E-Mail-Verteiler hier, mt-hilfe@i5.cs.fau.de. Dort könnt ihr jederzeit E-Mails hinschicken, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, an irgendwelche Informationen nicht kommt und so weiter. Ja, was ist das Ziel unserer Vorlesung? Also tatsächlich wollen wir den Studiengang Medizintechnik mit solchen Vorlesungen ein bisschen aufpeppen, dass man schon etwas sieht, was man in Zukunft alles mit den Methoden, die man im Studium lernt, anfangen kann. Also es geht also darum, interessante Applikationen zu zeigen. Ihr wundert euch jetzt vielleicht auch ein bisschen, weil die Folien jetzt auf Englisch sind, ich aber Deutsch dazu erzähle. Das Ziel des Ganzen hier ist natürlich, euch möglichst schon schnell darauf vorzubereiten, dass wir eigentlich international arbeiten. Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie ist die Medizintechnik ein Gebiet, das sehr, sehr stark international arbeitet. Und deswegen versuchen wir möglichst schon jetzt ab dem zweiten Semester Englisch reinzubekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle perfekt Englisch können müsst, um das nachzuvollziehen. Trotzdem sollt ihr möglichst viel schon davon mitbekommen und deswegen probieren wir das so ein bisschen zweisprachig. Tatsächlich ist die Sprache, die weltweit eingesetzt wird, nicht irgendwie British English oder American English, sondern tatsächlich wird ganz viel Broken English eingesetzt. Und Broken English, also so, dass man sich gegenseitig verständigen kann, ist auch das, was ihr später in eurer beruflichen Karriere brauchen werdet. Ja, was sind die Ziele der Übung und der Projektarbeit? Nun, hier geht es darum, die Methoden aus der Vorlesung nachzuvollziehen. Also die werden einmal implementiert, sodass ihr die auch in Software gießt und die auch tatsächlich einsetzt. Es soll natürlich das Verständnis erhöht werden und es sollen die Grundlagen der medizinischen Bildverarbeitung erlernt werden. Tatsächlich implementieren wir das Ganze als ImageJ-Plugins. ImageJ ist ein Java-basiertes Framework. Ihr habt alle schon Java gelernt und deswegen versuchen wir möglichst etwas einzusetzen, das ihr leicht erlernen könnt. ImageJ ist auch ein Framework, das sehr, sehr weit verbreitet ist in verschiedensten medizinischen Anwendungen. Auch ganz besonders in der Biologie, Zellbildverarbeitung. Es gibt zahlreiche Plugins, die man quasi herunterladen kann, in dieses Programm mit einbinden. Und das ist auch das Ziel, das wir in den Übungen verfolgen, dass ihr so ein Plugin dann selber schreiben könnt und es potenziell dann halt auch einem medizinischen Partner zur Verfügung stellt. Und das schon ab dem zweiten Semester, ab Mitte, Ende zweiten Semester seid ihr soweit, dass ihr Plugins schreiben könnt. Es gibt nicht nur die Vorlesung. Sollte euch das mit der Vorlesung nicht so viel Spaß machen, auch jetzt das mit den Videos ist vielleicht alles ein bisschen komisch. Ich gebe mir ziemlich viel Mühe. Ich versuche die einigermaßen lebhaft zu gestalten und euch hier interessante, spannende Dinge zu zeigen.
Und natürlich versuchen wir mit allen möglichen zusätzlichen Materialien zu arbeiten. Wir haben tatsächlich vor 2 Jahren uns entschlossen, auch das ganze Skript nicht nur als Skript zu veröffentlichen, sondern auch als Buch. Und das ist das erste Lehrbuch der Ingenieurwissenschaften, das bei Springer komplett unter Open Access erschienen ist. Also auch hier versuchen wir quasi den Stand der Technik in Forschung und Lehre voranzubringen. Und das ist auch ein wirklich schönes Buch geworden. Natürlich könntet ihr euch das auch kaufen, aber tatsächlich würde ich euch davon abraten. Erstens, weil die Printversion in Schwarz-Weiß ist, da kommen die ganzen Abbildungen nicht so schön rüber. Die Online-Version kriegt ihr hier unter diesem Link, könnt ihr frei runterladen, könnt ihr auch Freunden und Bekannten empfehlen. Haben es auch versucht, ein bisschen flotter zu schreiben, dass man es gut nachvollziehen kann. Und mit diesem Buch kann man auch diese ganze Vorlesung im Prinzip vorbereiten. Also ihr müsstet gar nicht diese Videos hier angucken, ihr könntet auch das Buch lesen. Es gibt halt solche und solche Lerner. Die einen mögen mehr Videos angucken, die anderen mögen halt mehr in einem Buch schmökern und halt langsam Schritt für Schritt alles durchexerzieren. Beides möglich. Falls irgendwas in dem Buch komisch ist oder ihr was nicht versteht oder irgendwas fehlerhaft erscheint, schreibt uns einfach. Natürlich passieren auch bei der Ausarbeitung von so einem Lehrbuch Fehler und das kann einem immer wieder passieren, dann würden wir das prüfen und auch gucken, ob wir da nicht einen Fehler gemacht haben. Interessant ist, das Buch ist also Open Access. Es ist unter Creative Commons Lizenz erschienen. Das heißt, ihr könnt auch jede Abbildung in dem Buch dann später wiederverwenden. Also für Abschlussarbeiten, Paper und so weiter. Kein Thema. Einfach runterladen, per Bildschirmfoto oder irgendwie aus dem PDF eben extrahieren. Und das Buch dann zitieren und das entsprechende Kapitel. Und ihr könnt es auch völlig problemlos dann in euren Abschlussarbeiten, Projektarbeiten und so weiter verwenden. Das ist wirklich auch ein Hintergedanke bei dem Buch gewesen. Typischerweise muss man irgendwie mit Wikipedia rumtun und so weiter, hat keine gescheiten Bilder und keine gescheiten Bildreferenzen. Hier alles erlaubt. Und es ist auch copyright-technisch alles so frei verfügbar. Klar, dass wir hier an der Uni sind, das muss man manchmal im ersten Semester sagen. Im zweiten Semester hat sich's hoffentlich schon rumgesprochen. Ihr müsst uns nicht irgendwie anrufen, wenn die Vorlesung irgendwie nicht erreichbar ist. Jetzt, ihr seht ja schon, wir sitzen sowieso alle zu Hause im Homeoffice und deswegen braucht ihr auch nicht irgendwie anrufen oder im Sekretariat melden, irgendwie ich bin krank. Wir kriegen auch alles so hin. Also das müsstet ihr nicht mal, wenn jetzt irgendwann im Semester wieder auf den Vorlesungsbetrieb normal umgeschaltet wird. Wir kommen auch so klar. Ihr seid verantwortlich, dass ihr euch den Stoff aneignet, ob über Bücher oder über Videos. Ihr sollt es nachher nachvollziehen. Tatsächlich gibt es auch Deadlines. Die Deadlines sind natürlich strikt, ja? Also wie ihr selber euch die Sachen aneignet, wie ihr lernt, welcher Lerntyp ihr seid, ja, mit welchem Medium, das ist alles eure Sache. Wir versuchen euch Anreize zu geben und ihr müsst selber lernen. Die Fristen sind strikt. Ihr müsst euch anmelden, ihr müsst die Übungen abgeben und wenn ihr das nicht tut, dann wäre das natürlich nicht zu eurem Vorteil. Ja, wir sind nicht verantwortlich, ihr seid verantwortlich. Das ist so etwas, was ein bisschen eine Umstellung an der Universität ist gegenüber zur Schule, wo einem ein bisschen so nachgerannt wird. Aber ich denke, da gewöhnt ihr euch sehr schnell dran. Das gibt einem eine irre Freiheit. Und ich muss sagen, ich habe das als Student auch unheimlich genossen, dass ich mir das selber einteile und eben selber arbeiten kann, wann ich möchte. Ich hoffe, dass das mit dem Video sogar noch besser wird. Es gibt auch in dieser Vorlesung überhaupt keine schriftliche Prüfung, also keine Klausur. Es gibt tatsächlich schon eine schriftliche Arbeit, die ihr erledigen müsst, und das ist die Projektarbeit. Tatsächlich müsst ihr zur Projektarbeit zugelassen werden, und das heißt, dass ihr 50% aller Übungspunkte erreichen müsst, sonst werdet ihr zur Projektarbeit nicht zugelassen. Nächste Sache, keine Plagiate. Also bitte nichts kopieren bei den Übungen und auch nicht bei der Projektarbeit. Bitte alles selber in den entsprechenden Arbeitsgruppen anfertigen. Wir haben automatische Checks. Wir erwischen euch. Ja, sagen alle, wir erwischen euch. Nein, aber wir haben tatsächlich ein automatisches Tool, das diese Plagiate erkennt. Und dann haben wir plötzlich Leute, entweder, also früher hatten wir die halt betroffen im Büro stehen.
Heute wird es wahrscheinlich nicht so sein, sondern wir werden irgendwie ganz betroffen über Zoom dann miteinander reden, wie so es zustande kam und wer jetzt von wem abgeschrieben hat. Mach die Sachen selber, das erleichtert vieles. Also ich führe solche Gespräche nicht gern, ihr führt solche Gespräche nicht gern. Das Leichteste ist, nicht abschreiben, nicht sowas machen und schon haben wir das Problem nicht mehr. Also für uns ist es auch gar nicht weiter relevant, ob A jetzt von B abgeschrieben hat, A und B haben dieselben Aufgaben abgegeben, es sind unterschiedliche Übungsgruppen gewesen, alle 0 Punkte. Und wenn es in der Projektarbeit passiert, ist es eine 5-0 und damit durchgefallen. Also eigenständig arbeiten. Diese Vorlesungen und Übungen werden hier evaluiert. Das ist Standard an der Technischen Fakultät. Ihr werdet kurz vor Semesterende, typischerweise so, in den letzten 4 Semesterwochen, mal schauen, wie es in dem Semester wird, wird sicher ein bisschen anders alles werden, werdet ihr Tanz bekommen, mit denen ihr diese Lehrveranstaltungen bewerten könnt. Und das ist wirklich ein Mechanismus, der jetzt nicht nur dafür geeignet ist, um jetzt sich mal so richtig auszukotzen, boah, das hat mir alles nicht gefallen und der Dozent ist ein Depp und so weiter. Das wäre nicht der angemessene Stil, weil diese Evaluationen dazu dienen, diese Vorlesungen und Übungen zu verbessern. Das ist eine große Lehrveranstaltung, mit der wir hier zu tun haben. Typischerweise haben wir um die 100 Studenten in dieser Lehrveranstaltung und natürlich wollen wir die so gut wie möglich machen. Wenn ihr evaluiert, na klar könnt ihr uns schlecht evaluieren, ihr könnt auch Beschimpfungen reinschreiben, aber so richtig hilfreich ist das halt nicht. Viel lieber ist es mir, wenn ihr konstruktive Vorschläge gebt, was man konkret besser machen kann. Das wäre super. Und tatsächlich haben das auch viele Studenten vor euch schon getan, weswegen wir ein Skript haben, weswegen wir eine Vokabelliste haben, um zum Beispiel mit diesen englischen Folien besser zurechtzukommen. Also dieses Evaluieren ist eine ganz wichtige Sache. Ich finde es toll, dass wir das haben und ich möchte es mir auch gar nicht anders vorstellen, weil wir so jedem die Möglichkeit geben, sein Feedback an uns zu schicken. Es ist anonym. Ich muss jetzt nicht irgendwie persönlich zum Professor hin und sagen, ey, ich glaube, du machst das nicht so gut, könntest du nicht das und das machen, sondern man kann es wirklich anonym, man hat keine negativen Konsequenzen. Selbst wenn ihr meint, ihr müsst uns jetzt unbedingt beschimpfen, könnt ihr das auch gerne tun. Typischerweise helfen halt Beschimpfungen nicht. Ne? Wenn ihr das in sozialen Medien mitkriegt, da kann ich auch anonym alle möglichen Leute beschimpfen, aber so richtig viel ändert sich dadurch nicht, außer dass sich alle Seiten darüber aufregen. Konstruktive Vorschläge, viel, viel besser. Tja, was bleibt noch zu sagen? Ganz wichtig natürlich hier ist, dass wir dieses Passwort haben. Ich lese es nochmal vor. MT2-SS20. Das ist das Passwort, das jeder von euch kennen muss, um sich im IST anzumelden, beziehungsweise im StudOn. Und für alle Notfälle, wenn irgendwas nicht klappt, hier nochmal unsere E-Mail-Adresse mt-hilfe@i5csfau.de. Damit werdet ihr auf jeden Fall Hilfe bekommen, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel mit dem Anmelden am IST. Also EST ist das Exercise Submission Tool und damit werdet ihr dann auch eure Übungsaufgaben abgeben. Wir machen unsere ganze Bepunktung dort und dann kriegt ihr auch dort das Feedback für die einzelnen abgegebenen Aufgaben. Nun gut, lasst uns zur eigentlichen Vorlesung kommen. Ich möchte ein bisschen einführen, was wir hier tun und wir beschäftigen uns natürlich mit medizinischen Bildern. Und hier haben wir ganz viele unterschiedliche medizinische Bilder und die werden natürlich zur Diagnostik herangezogen. Hier rechts seht ihr schon so ein paar Bilder, die bei den unterschiedlichsten medizinischen Untersuchungen anfallen. Also zum Beispiel ein Bild vom Gehirn. Ihr seht rechts oben eine Visualisierung, mit der man sehr, sehr schön den Knochen darstellen kann. Das heißt, hier kann man dann gut nachvollziehen, ob dort irgendwelche Brüche sind, ob dort irgendwelche Veränderungen vorliegen und man kann natürlich auch sehr gut damit OPs planen. Bis hin zum einfachen Röntgenbild, das ihr links unten seht, ja, dort kann ich natürlich einen sehr offensichtlichen Bruch klar beurteilen und dann entsprechend dagegen vorgehen. Und rechts unten sehen wir ein Beispiel für nuklearmedizinische Verfahren. Hier wird dann mit Tracern gearbeitet. Auch hier
werden wir dann im Detail noch eingehen, wie das Ganze funktioniert. Ihr sollt also aus der Vorlesung mitnehmen: erstens, wozu brauchen wir diese medizinischen Bilder? Zweitens, wie werden sie gemacht? Also, wo kommen die Bilder her? Unter welchen Umständen werden die aufgenommen? Dann auch ganz wichtig, fällt dabei Dosis an. Ja, es gibt ja im Volksmund, wenn die Leute dann davon reden, von der Kernspintomographie und dem Computertomographen, das ist für die oft genau dasselbe. Das sind natürlich völlig unterschiedliche Verfahren. Alles, was ihr hier sehen werdet in dieser Vorlesung, findet ihr natürlich auch in unserem schönen Buch. Und wir werden verschiedenste medizinische Modalitäten behandeln, von nuklearmedizinischen bis Ultraschall, Endoskopie, Röntgen, CT und andere Modalitäten, die ich euch jetzt mal kurz zeigen möchte, damit ihr so einen Überblick bekommt, um was es überhaupt geht. Fangen wir mit der ersten Modalität an, die wir dann auch uns im Laufe der Vorlesung ansehen werden. Das ist die Endoskopie. Bei der Endoskopie haben wir im Prinzip eine Kamera, die an eine Optik angeschlossen ist, und mit dieser Optik kann ich in das Körperinnere eindringen und mir tatsächlich Dinge im Körper ansehen. Hier rechts seht ihr Bilder von der endoskopischen Untersuchung, die hier im Magen durchgeführt wurde. Zum Beispiel gibt es Leute, die leiden unter Sodbrennen, und da muss man quasi ausschließen, ob da irgendwelche pathologischen Geschwüre sind. Und dabei kann man eben mit solchen Endoskopen in den Körper hineingucken und dann entsprechende Diagnostik machen und weitere Behandlungen, zum Beispiel Krebs ausschließen, Krebsverdacht identifizieren und weitere Behandlungen entsprechend planen. Die nächste Modalität, die wir uns anschauen werden, ist Röntgen. Röntgen ist auch schon eine weit verbreitete ältere Modalität. Wir sehen hier links eines der ersten Röntgenbilder, die überhaupt angefertigt wurden. Eine Hand. Man kann also mit Röntgen durch die Haut durchsehen. Man sieht damit die Knochen und alles andere, was sehr stark absorbiert. Was man natürlich auch sieht, ist, dass diese Hand offensichtlich einen Ring trägt. Tatsächlich ein Siegelring vom Herrn Kölicke. Und damit können wir quasi sehen, was in dem Körper drin passiert. Das war eine Revolution damals. Röntgen hat seine Strahlung, die er selber X-Strahlen nannte, im Englischen wird er auch von X-Ray gesprochen, der Welt geschenkt, hat es nie patentiert. Und tatsächlich, interessanterweise, wurde es von verschiedensten Unternehmen weltweit aufgegriffen, die heute immer noch aktiv sind. Hier rechts ist ein bisschen beispielhaft dargestellt, wie eigentlich Röntgenstrahlung entsteht. Das werden wir uns auch im Detail angucken. Man hat eben eine Kathode, von der Elektronen beschleunigt werden, die auf dem Anodenteller einschlagen und bei dem Einschlagen unter hoher Beschleunigung, tatsächlich sind hier viele Kilovolt im Einsatz, die diese Elektronen rausreißen, entsteht sehr, sehr starkes Licht, und dieses starke Licht ist in der Lage, den ganzen Körper zu durchdringen. Das kann dann auch eingesetzt werden, zum Beispiel in der Angiografie. Angiografie ist ein Verfahren, bei der im Prinzip auch nur Röntgenbilder gemacht werden, aber diese werden eben im OP eingesetzt. Hier ist dann das Ziel, Röntgenbilder live zu machen, um zum Beispiel minimalinvasive Interventionen durchzuführen. Man sieht hier auf dem Bild nicht so richtig viel. Das ist auch eine maßgebliche Sache bei der Angiografie, dass man natürlich versucht, den bestrahlten Bereich zu minimieren, weil hier nicht nur ein Bild gemacht wird, sondern teilweise wird eben fluoroskopisch gearbeitet und ganze Filme erstellt. Und diese Röntgenfilme haben natürlich eine hohe Strahlenbelastung, und deswegen versucht man eben nur so wenig wie möglich zu bestrahlen. Hier sehen wir so ein bisschen die Rippen durchscheinen, und was man überhaupt nicht sieht, ist das Herz. Und zwar haben wir hier das Herz, in das schon verschiedene Elektroden eingeführt wurden. Und man sieht die eben nicht, weil das Herz eben durch Blut befüllt ist. Und Blut innerhalb des Körpers hat ungefähr dieselbe Absorption wie Wasser. Deswegen sehen wir das Ganze nicht. Aber man kann dann mit Kontrastmitteln arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel jodbasiertes Kontrastmittel in die Adern einspritze, dann kann ich plötzlich sehen, wo die Adern verlaufen. Und ich kann die hier so visualisieren. Das hier ist dann Angiografie, also eine Darstellung des Gefäßbaumes. Das hier ist sogar 3D-Angiografie, in der ich also so wunderbare kleine Verästelungen von komplexen Anatomien darstellen kann. Und tatsächlich setzen wir das hier im Kontext. Also, das sind dann oft auch komplexe Anatomien, wie sie zum Beispiel im Gehirn auftreten. Und dort kann man dann eben in 3D live planen und entsprechenden Fortschritt der OP beurteilen.
Zum Beispiel bei einem Schlaganfall, wenn ich quasi einen Patienten habe, der eine akute Verstopfung im Gehirn hat, dann kann ich den in den OP bringen, mir dort das genau anschauen und dann zum Beispiel die Verstopfung mit so einer Art kleinem Korkenzieher wieder herausziehen. Das Ganze nennt sich dann Stent Retriever, weil man quasi mit diesen Retrievern die kleinen Verstopfungen im Gehirn beseitigen kann. Für die Patienten wirklich wahnsinnig toll, wenn man sie schnell behandelt, weil man damit eben die vielen negativen Folgen, die durch die unzureichende Durchblutung des Gehirns beheben kann und damit unmittelbar wieder der Blutfluss restauriert wird. Wir können damit viel, viel bessere Behandlungsverläufe bei Patienten induzieren, wie eben über viele herkömmliche Verfahren. Also es hat die Schlaganfallbehandlung revolutioniert. Hier nochmal in 3D so eine genaue Gefäßdarstellung und man sieht hier unten so eine leichte gitterförmige Struktur. Das ist also so ein Stent und ein Stent ist quasi ein kleines Drahtgeflecht, das in Gefäße eingesetzt werden kann, um zum Beispiel die Verengung rückgängig zu machen. Also ich gehe dort rein mit einem kleinen Draht, der einen Ballon hat. Mit dem Ballon, den blase ich dann etwas auf. Damit kann ich das Gefäß wieder etwas öffnen. Und damit das Gefäß auch weiter geöffnet bleibt, kann man zum Beispiel so ein Drahtgeflecht einbinden, damit eben die entsprechende Ader sich nicht wieder verengt. Ein ganz tolles Verfahren ist hierbei auch die digitale Subtraktionsangiografie. Mal beispielhaft gezeigt mit einem Masken- und einem Füllbild. Also man macht tatsächlich zwei Röntgenprojektionen. Einmal mit Kontrastmittel, jodbasiertes Kontrastmittel, einmal ohne. Wenn wir uns jetzt hier das linke und das mittlere Bild anschauen, dann sehen wir nicht so richtig viel Unterschied. Aber wenn wir jetzt die beiden Bilder einfach voneinander abziehen, dann sehen wir rechts das entsprechende Ergebnis. Wir haben also mit sehr, sehr wenig Kontrastmittel gearbeitet. Man sieht die kleinen visualisierten Adern in der Hand kaum im mittleren Bild, in dem Füllbild, aber durch die Subtraktion sehen wir jetzt, wo genau das Blut geflossen ist, das eben dieses Kontrastmittel dorthin befördert hat und können dann anhand dessen sehr, sehr gut auch kleinste Verästelungen beurteilen. Digitale Subtraktionsangiografie, eins der teuersten Patente, die wir in der Medizintechnik kennen, weil das wirklich massive Verbesserungen im Kontrast bewirkt hat. Das ist eigentlich eine ganz einfache Idee und das zeigt uns auch, dass wir in der Medizintechnik natürlich häufig mit smarten Ideen und die richtige Kombination von Röntgen, Kontrastmittel, also physikalischen Effekten, algorithmischen Vorgängen ganz neue Kontraste schaffen können. Es ist wirklich eine Ingenieursdisziplin, bei der man aus vielen verschiedenen Disziplinen Informationen und Wissen zusammentragen muss, um dann solche smarten Lösungen zu realisieren, die natürlich die Medizin dann weiterbringen. Gut, was gibt's noch? Wir haben noch weitere Modalitäten. Jetzt haben wir uns einzelne Röntgenbilder angeschaut. Wenn ich jetzt viele Röntgenbilder nehme, dann kann ich tatsächlich von allen Seiten den Körper aufnehmen und hier ein Bild gezeigt von einmal dem Scanner, das ist also ein CT, ein Computertomograph und rechts eines der Bilder, die davon erzeugt werden. Und hier sehen wir jetzt keine Projektion mehr, sondern tatsächlich sehen wir ein Schnittbild. Ich sehe also virtuell hier diesen Patienten aufgeschnitten und ich kann mir quasi Schicht für Schicht den gesamten Patienten angucken. Dieses Bild kann ich so gar nicht aufnehmen. Das gibt es nur virtuell, weil ich kann ja den Patienten hier nicht in der Mitte durchschneiden, um dieses Bild dann wirklich aufzunehmen. Aber ich kann eben geschickt über Röntgenverfahren den Körper so durchstrahlen, dass ich nachher dieses Bild zurückrechnen kann. Hier, man sieht es vielleicht ein bisschen, in Schwarz sieht man einmal die Luft neben unserem Patienten und natürlich hier die Lunge. Und in der Mitte sehen wir tatsächlich das Herz, das mit Blut gefüllt ist, hier kontrastmittelbasiertes Blut gefüllt ist, damit man die verschiedenen Herzkammern sehen kann. Wir sehen Rippen in der oberen Bildhälfte und am Rücken sehen wir quasi einen Schnitt durch einen der Wirbelkörper. Also ganz geschickte Verfahren, mit denen man virtuell den Patienten aufschneiden kann. Nun, das ist alles röntgenbasiert. Eine weitere Technologie, die
die ganze Disziplin wirklich revolutioniert hat, ist die sogenannte Magnetresonanztomographie. Auch hier ein Schichtbildverfahren, aber hier wird jetzt nicht mit Röntgenstrahlung gearbeitet, sondern mit elektromagnetischen Wellen, mit denen man quasi einen Resonanzeffekt, Magnetresonanzeffekt, im Körperinneren erzeugen kann und dann die Relaxation von einzelnen Wasserstoffteilchen im Körper messen kann. Damit ist man dann in der Lage, völlig ohne Strahlendosis Schichtbilder zu rekonstruieren. Und hier rechts sehen wir ein Beispiel von einem Gehirnschichtbild, das rekonstruiert wurde. Und damit kann man eben völlig strahlungsfrei auch Schichtbilder generieren. Ein Nachteil ist, das Verfahren dauert länger und ist erheblich kostspieliger, weshalb wir immer noch Röntgen in einem großen Teil der medizinischen Gebiete verwenden. Mit einem Computertomographen kann ich einen Ganzkörperscan innerhalb von 12 Sekunden anfertigen. Wenn ich zur Magnetresonanztomographie gehe, sind oft Scanzeiten in mehreren Minuten für einzelne Schichten oder kleine Bereiche, zum Beispiel des Gehirns. So ein ganzes Set an verschiedenen Protokollen, wie es oft wissenschaftlich dann eingesetzt wird, kann zwischen 30 Minuten und 2 Stunden messen. Also ein langwieriger Vorgang, der auch natürlich sehr laut ist, was für die Patienten dann auch nicht so angenehm ist, weil die Gradientenspulen umschalten und man hört dann immer die lauten Geräusche, ne? Wenn die Leute dann zurück aus dem Krankenhaus kommen und sagen, sie waren da irgendwie in der Computertomographie und das war so entsetzlich laut, dann könnt ihr jetzt schon sagen, das war wahrscheinlich eine Magnetresonanztomographie und keine CT, weil die geht schnell und ist bei weitem nicht so laut. Weitere Verfahren sind zum Beispiel molekulare Bildgebung. Hier werden Tracer eingesetzt, die eben bestimmte Vorgänge im Körper visualisieren sollen. Es werden einzelne Moleküle designt, die an radioaktive Isotope gebunden werden und damit kann man dann dieses eine Molekül im Körper verfolgen. Die Bildgebung basiert dann nicht irgendwie auf Durchstrahlung des Körpers, sondern man visualisiert die Konzentration dieses bestimmten Moleküls im Körper und damit kann ich dann plötzlich den Stoffwechsel untersuchen. Ich kann mir also zum Beispiel bestimmte Zuckermoleküle erzeugen, die solche radioaktive Tracer haben und dann mit solchen molekularmedizinischen Verfahren visualisieren. Dazu braucht man dann eben entsprechende Isotope, die radioaktiv sind, die im Körperinneren dann zerfallen und zum Beispiel Gammastrahlung aussenden. Das ist hier die sogenannte SPECT-Bildgebung, Single Photon Emission Computed Tomography, die dann einzelne Gammastrahlen erzeugt. Das Ganze gibt es in der verwandten Art und Weise als PET, das ist die sogenannte Positronen-Emissionstomographie, die also einzelne Positronen erzeugt. Diese Positronen entstehen auch durch einen Nuklearzerfall. Im Körperinneren trifft dann das Positron auf irgendein Elektron. Die beiden löschen sich gegenseitig aus, wodurch zwei Gammaquanten entstehen, die genau in entgegengesetzter Richtung davonfliegen und dann durch so einen Ringdetektor zum Beispiel gemessen werden können. Beides unterschiedliche Messverfahren, unterschiedliche Nuklearzerfälle, aber das sind die gängigen Verfahren in der Nuklearmedizin, die eben auch sehr, sehr stark zum Beispiel bei der Behandlung von Krebs eingesetzt werden, weil hier spezielle Tracer entwickelt werden können, mit denen man dann bestimmte metabolische Vorgänge im Körper visualisieren kann. Eine weitere Modalität, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, ist Ultraschall, insbesondere weil sie eben ganz häufig bei der Pränataldiagnostik eingesetzt wird. Jeder, der Bekannte hat, die ein Kind erwarten, die schauen sich immer diese Bilder liebend gerne an, weil sie sich eben schon freuen auf ihren Nachwuchs. Und das ist natürlich eines der Standardverfahren, die eingesetzt wird, weil Ultraschallbildgebung relativ günstig ist. Sie ist verfügbar in vielen Praxen, die haben eigene Ultraschallgeräte. Das Ganze basiert auch nicht auf ionisierender Strahlung. Das heißt, wir können das auch bei Kindern einsetzen. Wir können das eben auch zur Pränataldiagnostik einsetzen, weil es relativ geringes Risiko hat. Und tatsächlich werden damit eben sehr viele Untersuchungen, die eben die Lage der Organe und den Organzustand beurteilen sollen, durchgeführt. Eine Bildgebung, die heutzutage nicht mehr aus dem klinischen Alltag wegzudenken ist. Nun ja, es gibt noch weitere Modalitäten, die wir ansprechen werden, die wir jetzt noch nicht alle gesehen haben. Das sehen wir dann im Laufe der Vorlesung. Allerdings sind natürlich alle Modalitäten Bilder.
Das heißt, wir werden uns jetzt am Anfang zunächst auch ein bisschen mit Signalverarbeitung, Digital-Analog-Wandlung, Sampling, Signalen und Systemen auseinandersetzen, um so ein bisschen zu verstehen, wie man algorithmisch mit solchen Bildern umgeht. Und natürlich entstehen diese Bilder immer durch völlig andere physikalische Prozesse und die haben auch völlig andere Eigenschaften. Jede hat ihre eigene Domäne, deswegen sie eben auch eingesetzt wird. Wenn ich mit einer Modalität alles erledigen könnte, dann würde ich natürlich immer diese eine Modalität einsetzen. Aber tatsächlich ist es eben so, dass wir mit der MRT und der CT-Morphologie auf sehr, sehr kleiner Auflösung beurteilen können. Wir aber zum Beispiel von der Funktion relativ wenig mitkriegen. Bewegungen kann man gerade noch sehen, Bewegungen machen aber in der CT immer Probleme. Wenn wir aber jetzt Funktion, Metabolismus und so weiter beurteilen wollen, dann brauchen wir natürlich solche spezialisierten Modalitäten, wie zum Beispiel die PET oder die SPECT-Bildgebung, die uns zeigen, welche Moleküle im Körper wie reagieren. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass die molekularmedizinische Bildgebung natürlich auch sehr viel größere Bildpunkte haben. Also wir sehen hier einmal, dass wir sehr, sehr sensitiv sind. Wir können also Picomole an Stoffmengen visualisieren, währendgegen wir eben in CT und in der MRT wirklich hier Mikro- oder Millimol tatsächlich nur messen können. Also sehr, sehr viel mehr Partikel brauchen, um ein Signal zu bekommen, das wir unterscheiden können. Auf der anderen Seite ist eben die Auflösung von den Bildern sehr viel besser, während wir eben in der PET- und SPECT-Bildgebung zwar Picomol messen können, aber dafür eben riesige Bildpunkte haben, die in der Größenordnung von 5 bis 10 Millimeter, also bis zu 1 Zentimeter große Pixel in diesen Bildern haben und wir tatsächlich unterhalb der Millimetergrenze in MRT und CT messen können, also sehr, sehr kleine Strukturen sehen. All diese Modalitäten werden wir uns im Laufe der Vorlesung anschauen, die Physik dahinter versuchen zu verstehen und natürlich auch die Bildverarbeitung, die für alle Modalitäten in ähnlicher Weise vollzogen werden kann. Ja, wir haben natürlich weitergehende Literatur. Ans Herz möchte ich euch natürlich unser Skript geben, das wir eigentlich immer hier in der weiteren Literatur haben. Aber wir haben auch immer wieder andere Arbeiten drin, zum Beispiel hier Oppelt mit den Imaging Systems for Medical Diagnostics, das auch ein sehr lesenswertes Buch ist, wenn man sich ein bisschen mehr für die technischen Details interessiert. Auch so eine kleine Nebenbemerkung bei unserem Skript. Ihr müsst nicht alles können, was in diesem Skript drin steht. Das Skript ist eigentlich so aufgebaut, dass man es zweimal lesen kann. Wir haben versucht, das Buch so zu schreiben, dass man es möglichst ohne Formeln lesen kann. Wir haben dazu sogenannte Geekboxen eingeführt. In diesen Geekboxen haben wir dann nochmal entsprechend weiterführende mathematische Verfahren mit entsprechenden Herleitungen und so weiter dargestellt. Aber man kann das ganze Buch auch fast ohne eine einzige Formel lesen und eben jetzt schon direkt einsetzen. Man kann aber auch in 2 Semestern nochmal sich das Buch zur Seite nehmen und nochmal mit der kompletten mathematischen Herleitung lesen. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut gelungen. Und ansonsten diskutieren wir aber auch alles hier in der Vorlesung, was so weitergebraucht wird. Okay, ich hoffe, euch hat dieses erste Video gefallen und ich werde also in dem Stil jetzt auch weitere Videos produzieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.